Hi, ich zeige dir, wie man einen Umfang berechnet. Das ist nicht einfach. Ich bin sicher, du schaffst das. Schau genau zu. Das ist Tom. Und das ist seine Kuh, Paula. Paula liebt es, den Tag auf der Wiese zu verbringen. Da aber Tom nicht ständig Zeit hat, auf Paula aufzupassen, braucht er um sein Grundstück einen Zaun. Nun, Toms Grundstück ist 30 Meter lang und 20 Meter breit. Daher notieren wir uns, L ist 30 Meter, B ist 20 Meter. Und zeichnen uns eine Skizze von Toms Grundstück. Die Länge ist 30 Meter, die Breite ist 20 Meter. Dann haben wir noch einmal eine Länge mit 30 Meter und noch eine Breite mit 20 Meter. Wir sehen, für den Zaun rundherum brauchen wir eine Länge und eine Breite, dann noch einmal eine Länge und noch eine Breite. Daher notieren wir uns für den Umfang, U ist gleich L plus B plus L plus B. Da wir die Länge und die Breite je zweimal haben, schreiben wir uns folgende Formel auf. U ist gleich L plus B und das Ganze mal 2. Zur Wiederholung. Der Umfang U ist L plus B mal 2. Um das L und B siehst du eine Klammer. In der Mathematik bedeutet eine Klammer, dass alles in der Klammer zuerst gerechnet werden muss. Setzt du jetzt für die Länge die 30 Meter und für die Breite die 20 Meter ein, so hast du folgende Rechnung. U ist gleich 30 Meter plus 20 Meter mal 2. Daher rechnest du, U ist 50 Meter mal 2. Und du kommst zum Ergebnis, U ist gleich 100 Meter. Die Antwort lautet daher, Tom benötigt für sein Grundstück 100 Meter Zaun.